Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darkloud für die PlayStation 4. Letztes Mal, wenn ihr zugesehen habt, werdet ihr wissen, wo wir aufgehört haben, nämlich da, wo wir jetzt mal ein bisschen wieder Queens aufgebaut haben. Und für alle, die nicht zugesehen haben, guckt euch das letzte Video an, guckt euch am besten alle Videos an. Wir sind aktuell im dritten Gebiet und unser Dungeon nennt sich Wrack, ein versunkenes Schiff. Und wir sind in Schiffsdeck 12 und nachdem es hier keine Atlasse gibt, heißt es wieder entweder mit jemand anderem spielen oder vielleicht ein Boss oder irgendein Event. Ich glaube, ich spiele mit jemand anderem. Und ich habe schon so eine Befürchtung. Ja, ganz genau. Ja, jetzt haben wir nämlich ein bisschen das Problem, denn Ruby ist noch nicht geskillt, gar nicht, also sie kann wirklich gar nichts. Und hier verlangt man auch von uns, dass wir hier mit Feuer... Lustig, diesmal ist es dann doch offenbar doch nicht Feuer, sondern dann doch Kälte. Okay, also offenbar ist das hier jetzt so wirklich... Ah, Mann, ist das... Oh, ich krieg die Krise. Ist es dann wirklich abhängig davon, was für Waffen wir haben? Oh ja, ihr seht. Also ich sage euch mal eins vorweg. Wir werden mit Ruby so dermaßen scheitern. Aber... Einfach mal sich überraschen lassen. Ich meine, sie ist ja... Dadurch, dass sie Fernkämpferin ist mit ihrem Zauber... Haben wir natürlich einen gewaltigen Vorteil, denn wir können natürlich versuchen, von den Gegnern abzuhauen, sich nicht erwischen zu lassen. Und könnten eigentlich jetzt schon ins nächste Gebiet, machen wir aber nicht. Ihr hört es natürlich, die Waffe ist schon fast hier im Eimer. Nicht, dass wir jetzt großartig viel verlieren würden, wenn sie kaputt wäre, aber muss ja nicht unbedingt sein, dass wir unsere Waffe hier kaputt machen. Unnötig vor allem auch noch, denn das Reparaturpulver, das kostet jetzt auch nicht wirklich so viel. Von daher kann man es ruhig mal verwenden. Blöd ist es halt nur, wenn man keines mehr hat und dann dasteht im Dungeon mit keinem Reparaturpulver, und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass man seine Waffe verliert oder vielleicht sich zurückporten muss, damit das eben nicht passiert. Es gibt auf jeden Fall hier eine Menge Schätze und die möchten wir natürlich alle einstecken. Erstmal die Karte, die uns zeigt, dass das Gebiet hier doch nicht allzu groß ist. Was natürlich nicht gleichzusetzen damit ist, dass das Gebiet vielleicht nicht gefährlich ist, denn gerade mit Ruby, die ja gar nicht geskillt ist, könnte das hier ein kleines Problem werden. Ja, jetzt haben wir ja auch den Kristall, der uns jetzt wieder zeigt, was, wo es hier was zum Abstauben gibt, nämlich die Schätze in diesem Fall, nachdem es hier ja keine Atlasse gibt, können wir zumindest hier jetzt mal herausfinden, wo es die Schätze gibt. Da oben wäre jetzt ein Schatz zum Holen und auch ein Gegner, aber das ist nur der Rosenfluch. Und was sich hier natürlich extrem gut anbietet, ist, wir sind hier gezwungen, jetzt mit Ruby zu spielen. Dadurch sind wir auch gezwungen, ihre Waffe aufzuleveln, weil wir die Gegner gezwungenermaßen killen müssen. Oder eigentlich müssen wir sie jetzt nicht mehr killen, aber was tut man denn nicht alles, um seine Charaktere aufzuwerten? Beziehungsweise in diesem Spiel sind es ja nicht die Charaktere, sondern die Waffen, die, wer es nicht weiß, auch kaputt gehen können. Und dann heißt es Waffe wechseln und von vorne anfangen mit dem Skill. Also mit dem Skill der Waffe. Das kann wirklich, wirklich sehr schmerzhaft sein. Denn wenn ich mir so denke, wie viel ich jetzt schon in Mauzis Schleuder investiert habe, Zeit vor allem, und wie mächtig die mittlerweile ist, kann
Also wenn die wirklich kaputt gehen würde, dann würde ich mich, glaube ich, erstmal 10 Minuten in die Ecke stellen und eine Runde heilen. Denn da steckt wirklich viel, viel Zeit dahinter. Und ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, mittlerweile sind wir so um die 16 Stunden Spielzeit und haben vermutlich jetzt vielleicht, naja, sind wir vermutlich jetzt so gerade um die Hälfte des Spiels, würde ich jetzt mal sagen, so gefühlsmäßig. Und wir haben auf jeden Fall noch eine Menge vor. Von daher. So, sie braucht was zu trinken. Sie ist durstig. Ist auch ganz klar. Deswegen haben wir nochmals hier so. Wobei, das war jetzt, glaube ich, blöd. Denn wenn ich die Kürbisflasche verwende, ist, glaube ich, dann auch gleichzeitig der Durst wieder aufgefrischt. Naja, egal. Egal. So, jetzt geht's noch auf die Seite. Hier gibt es noch eine schöne Kiste. Mit einem Mimen drinnen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Na bitte, unser erster Ring. Der Platinring kann schon aufgerüstet werden und das werden wir jetzt gerne mal tun. Aktuell Angriff 17, jetzt hat er einen Angriff von 18. Na bitte, ist das nicht großartig. Und ja, hier werden wir mal die Zauberkraft jetzt reinhauen. Denn ich glaube, dass eben die Zauberkraft bei ihr am wichtigsten ist. Weil der Angriff von 18, glaube ich, ist jetzt nicht relevant. Weil es da vielleicht, glaube ich, mehr um den Nahkampfschaden ginge. Den wir ja nicht machen. Ich glaube eher, dass die Zauberkraft hier eine wesentliche Rolle spielt. Aber kann ich mal vielleicht bei Gelegenheit mal mich erkunden, was denn diese einzelnen Attribute tatsächlich bewirken. Ich meine, was Haltbarkeit bedeutet, wissen wir wohl vermutlich alle. Das ist nicht so eine Schwierigkeit. Aber was die Zauberkraft jetzt tatsächlich bewirkt, also außer jetzt vielleicht Magieschaden, das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. So, hier gibt es eine Kiste. Sogar eine große. Das möchten wir uns nicht entgehen lassen. Gut, dass wir hier nochmal echt ganz nach hinten gegangen sind mit unserer Ruby. Und wie ihr seht, jetzt ist gleich unsere Waffe hier kaputt. Und es gibt doch dieses komische tütende Geräusch, das hier gemacht wird durch die, durch das mögliche Zerbrechen der Waffe. Also das Spiel gibt uns auch nochmal akustisch. Ah, nein, das wollte ich doch nicht. Also mit ihr, dem Mimenkönig. Naja, okay. Könnte sogar funktionieren. Übrigens habe ich das Gefühl, also was heißt das Gefühl, ich sehe es hier, dass die Gegner ein bisschen eingefroren werden durch den Schatztruhenschlüssel, sehr schön. Durch den Frost, den hier Ruby verursacht. Es könnte natürlich, also ich glaube ja sehr stark, dass sie ein wesentlicher Charakter sein wird für den Boss. Deswegen ist es vielleicht nicht allzu verkehrt, jetzt doch ein bisschen mehr mit ihr herumzulaufen. Nämlich habe ich mir jetzt gedacht, wir schauen uns mal die nächste Ebene auch mit ihr an. Zumindest anfangs. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, als könnten wir mit ihr nicht auch Schaden verursachen. Ich meine, es dauert halt wesentlich länger auf als mit den anderen Charakteren. Aber es ist jetzt nicht gefährlicher als sonst, sag ich mal. Also halt diese Kanonenkugel, die uns vermutlich jetzt gleich
zerstören wir. Uff. Okay. Haben wir es noch geschafft? Haben wir es noch geschafft? Sie braucht auf jeden Fall ein bisschen Käse. Und damit hätten wir auch den Käse. Ja, da kommt noch was, da kommt noch was. What the hell, Tante Medu? Was machst denn du hier? Dich hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Auf jeden Fall ein neuer Gegner. Gucken wir mal in den Thron rein. Und, ja, meine Freunde, die Mimen. Was habe ich euch vermisst? Lange, lange. Seid ihr ferngeblieben? Transfeder, ja, nehme ich keine Ahnung. Und noch ein Meme. Na, ist das nicht grandios? Hätten wir das auch für heute genug Memen? Ist das vielleicht auch ein Meme? Nee, diesmal nicht. Es ist der Zauberkristall. Sehr, sehr wichtiges Item. So, dann nehmen wir uns mal Nexus. Der hier den Atlas öffnet. Und eine Urne findet. Übrigens, ist es komischerweise so jetzt, dass Nexus eher so der Randcharakter ist, der einfach nur die Atlas eröffnet. Gutförmiges Dach. Was ich ein bisschen schade finde, denn ich weiß nicht, aber so Nahkampf ist jetzt in diesem Spiel aktuell jetzt nicht mehr so wirklich empfohlen. Ne, ja, steigen wir mal auf. Aufnahme der Axt. Oh, 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 sehr schön. Das ist doch. Warte. Also, das ist jetzt sehr überraschend. Ah, plus 18 wir schon. Das geht immer noch nicht. Also, wir müssen auf jeden Fall. Halbwegs verringert. Da, Zauberkraft. Der W mehr Zauber und Attribute wissen. Zauberkraft der Waffe, mehr Zauber und Attribute. Angriffsstärke, Wert, Best. Diese Abkürzungen. Diese Abkürzungen, ich sag's euch. Geschwindigkeit, ne, haben wir's rein. Und Magier tot. Why not? Why not? So, hier haben wir wieder einen Haufen voller Gegner. Auch die Tante. Oh mein Gott, was ist das hier für ein Hinterhalt? Echt jetzt? Das kann doch echt nicht sein. Ich glaub's doch nicht, dass die mich jetzt so. Oh, fuck. Das ist hier jetzt, was soll ich sagen, fast schon eine Frechheit. So viele Gegner hier, vor allem dann auch noch die Kanone. Oh, wow, 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 Leute, 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 Leute. Vorsicht. Auf jeden Fall muss ich hier aufpassen auf meine Waffe. Ich habe es vorhin schon fast jetzt verschrien. Nicht, dass jetzt wirklich meine Waffe mit dem Mauzi kaputt geht. Also, das wäre wirklich, wirklich, wirklich das Schlimmste, was mir hier in diesem Spiel passieren könnte. Deswegen hoffen wir doch. Dass wir nicht zu diesem Moment kommen, wo Mauzis Waffe kaputt geht. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. So, da hinten gab es jetzt nicht wirklich viel außer Kälte. Deswegen werden wir uns mal hier nach oben begeben. Hier auf die rechte Seite, ich glaube nämlich, das wird dann eine Sackgasse. Dann hätten wir aber zumindest auch diesen Part hier abgeschlossen. Und wie ihr seht, hier gibt es wieder eine riesige Kiste. Das ist natürlich sehr gut. Ich hoffe nur, dass es diesmal nicht wieder der Mimenkönig ist.
So, unser Ring ist auch wieder. Moment. Ja, passt. Unser Ring ist auch wieder ein bisschen besser. Von daher können wir jetzt hier. Das ist jetzt ein Kältering, das heißt, könnten wir jetzt hier mal ein bisschen Kälte reinsetzen, noch, damit wir noch mehr Kälteschaden machen. Da ist hier die Tante Medo. Kenne ich nicht, die Tante, aber. Du bist durstig und musst trinken, sonst erleidest du Schaden. Ja, glücklicherweise, wie es der Zufall so will, ist hier auch ein kleiner Brunnen. Na gut, gucken wir uns zuerst die kleine Truhe hier an. Das ist nämlich die Schatzkarte, oder die Karte eigentlich. Und gucken wir uns mal die große Truhe an. Und diesmal verwenden wir den Truhenschlüssel. Und es bringt uns eine neue Waffe. Schon wieder ein Platinring für sie. Toll. Toll, als hätte ich nicht schon genug Platinringe. So. Das ist der Platinring. Toll. Ja, sehr toll. Gut. War jetzt leider nicht der Schatz, den ich mir erhofft hatte, aber ja, was soll's. Ist ja egal. Und ich sehe gerade, Leute. Also den Schlüssel haben wir. Ne, haben wir nicht. Gibt's hier keine Atlasse mehr? Hier gibt's keine Atlasse mehr, sehe ich gerade. Rüber mit dir. Also alle Atlasse hätten wir hier mal gefunden. Jetzt müssen wir noch, also müssen, sollten noch hier nach hinten gucken, um aber mal die Tante Medo kaputt. Es füllt sich mit Wasser. Was höre ich da? Ich höre ein Pfeifen. Was? Achso, da war ich hier. Und hier gibt es dann noch. Ah ja, genau, das ist der Kajütenschlüssel. Und ein Mime. Yeah. Ja, wir könnten prinzipiell. Ja, gehen wir mal nach hinten. Ach. Und das, was halt, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist ja, also ja, die Leute, die jetzt schon länger zugucken, die wissen es ja vermutlich schon. Aber wenn man mit Mauzi eben daneben schießt, dann verliert man trotzdem Haltbarkeit. Das macht das Ganze auch ein bisschen so, dass man wirklich versuchen sollte, genau zu zielen, um dann auch zu treffen. Weil es sonst tatsächlich sein kann, dass man seine Waffe die ganze Zeit kaputt macht. Ohne eigentlich so wirklich die Gegner zu treffen. Was ist los mit dir? Eis. Achso, wir hätten nicht einmal, wir hätten noch gar nicht einen Haken gehabt. Das heißt, es war eigentlich sogar zwingend erforderlich, hierher zu kommen. Also, ja, von daher, da haben wir noch eine Mime. Machen wir noch kaputt. Sind hier nur zwei Schüsse und gibt einen Reparaturpulver. Sind sogar drei Schüsse. Interessant. Ja, Leute. Ich habe mir so überlegt, wie viel Reparaturpulver haben wir denn noch? Haben wir noch genug? Zwei, nee. Eigentlich wollte ich ja jetzt in den hinteren Bereich, wenn es geht. Ich bin mir nicht. Haben wir denn noch so ein. Ne, ging ja sowieso nicht. Okay, das nächste Mal sollten wir wirklich mal versuchen, in den hinteren Bereich zu gelangen. Würde mich echt interessieren.
Ob es tatsächlich so ist, dass wir den Fisch und das Eis brauchen, um dort nach hinten zu gelangen. Aber jetzt werden wir erstmal zurück ins Dorf gehen. Haben wir wieder einiges erreicht in diesem Let's Play. Und werde auch jetzt gleich mal den nächsten Cut machen müssen. Aber das nächste Mal, was macht man da? Wir gehen kurz shoppen und gehen dann in die nächsten Ebenen. Und werden wir uns jetzt gleich mal hier abstellen im Laden, damit es dann gleich dort weitergeht. Sage auf jeden Fall mal danke fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.